bei Erzherzog Johann selber ist ja insofern leicht, unter Anführungszeichen darzustellen, weil er einfach sehr viele positive Werte gehabt hat und sehr positiv durchs Leben gegangen ist. Und die Identifikationsfigur für die Steiermark war und sehr interessiert an Natur, an Landwirtschaft, an Technik, Wissenschaft war. Und ich sage einmal, so eine positive Person darzustellen ist sicher leichter wie eine schwierige historische Person zum Beispiel oder literarische. Das ist, widerspiegelt ihn sehr gut, wo er sagt, wenn ich nach einer Bergbauern esse zum Frühstück mein Murs und die Schotzuppen esse, spüre ich weit stärker die Gottesgnade wie Anno 15 beim Wiener Kongress. Also, dass er sich selber ein Murs gekocht hat in einer Almhütte. Das hat er nicht nur den Seninnen, dass die das gemacht haben, sondern er hat zugeschaut und hat es dann selber probiert. Also er war nicht nur, dass er was lernen wollte, so im Ansehen und niederschreiben, sondern er wollte es auch selber tun. Das Grimmingtor und die Stolzenbuben waren an der Mittelschule in Admont und sind dann eingefahren und sind bis Steinach gekommen und sind in Steinach dann auf die Post gegangen und haben gefragt, wann die nächste Postkutsche fährt. Und der Postmeister sagt ihnen, ja, es kommen zwei Kutschen, aber sie dürfen erst in die zweite einsteigen, in die erste nicht. Aber fürwitzig, wie die Buben halt waren, sind sie in die erste eingestiegen, die gekommen ist. Und da steigt dann ein Mann ein, ländlich gekleidet, ganz einfach, aber es ist ihnen schon vorgekommen, vor allem dem Lukas ist vorgekommen, das ist irgendwie ein nobler, besonderer Mann. Und er hat sich dann mit ihnen unterhalten bis Öblan, weil sie haben gesagt, sie möchten nach Öblan. Der hat gesagt, das trifft sich gut, er muss auch nach Schloss Gstaad. Und da haben sie sich unterhalten. Und beim Aussteigen gibt sich dann dieser noble Mann, der so lieb mit dem Buben Greta zu erkennen, war es der Erzherzog Johann. Schon irgendwie auch ein Spagat zu schaffen zwischen Aristokratie und doch Volksverbundenheit. Und nachdem ich eher von der volksnahen Wiegestamme, sage ich jetzt einmal, von einer Landwirtschaftsstamme, war für mich das einfacher darzustellen wie die Aristokratie. Und der Regisseur hat mir da natürlich sehr gut weitergeholfen, da so die gute Mischung zu finden, dass man doch auch dieses Kinn hoch, wo ich einfach selber damit nicht zu viel anfangen habe können, dass man das dann halt auch einstudiert und rüberbringt und dass man nicht so viel gestikuliert, weil die Aristokraten doch eher steif waren. Matthias ist ja steckbrieflich gesucht worden, weil er beim Franzosenaufstand Anführer war. Und der Matthias war dann auch oben. Und der Matthias ist dann mit den Jägern, die oben waren und die ihn ja gesucht haben, weil sie haben ihn gesucht wie ein Wilddiebstahl und den Matthias. Die sind dann zum Streiten gekommen und die haben dann zum Raufen begonnen. Und der Erzherzog Johann hat dann schlussendlich auch auf Bitten der Schlaugerin gesagt, man möge ihn nicht abführen, er ist ja steckbrieflich gesucht worden, man möge ihn nicht abführen, den Matthias, sondern freilassen.